Komme ich einfach so über diesen Berg drüber? Naja, das zeigt er zumindest an. Ne? Dann probieren wir das einfach mal. Aber irgendwie nicht hier. Ich suche mir wahrscheinlich gerade wieder den kompliziertesten Weg aus. Solange ich nicht wieder in so eine Trampler-Armee reinlaufe. Das kann ja eigentlich ja nichts passieren. Ich brauche dringend Reinholz, Leute. Oh, was war das denn? Ah, Langbein. Er hat gerade in dem Moment Scan gemacht, wo ich vorbeigelaufen bin. Dann hat er mich. Hat er bemerkt, dass das ist. Nee, unser, das ist ein Plünderer. Der Langbein ist da oben. Werden wir nochmal dafür sorgen, dass der aufhört mit solchen Scans. Der spinnt ja wohl ein bisschen. Was stimmt denn nicht mit dem Jungen? Okay, möchte sie nicht plündern? Dann lass es halt, ey Leute. Ich will dich auch zu nichts zwingen, ne? So. Weiter im Text. Das brauche ich später noch. Ja, mit Sicherheit. Schnappmäuler, geht mal weg. Ach du meine Güte. Fliegt ein bisschen komisch. Ist er da am Fighten oder was ist los? Ich sollte mich schon mal hier in diesem Flusslauf mal eben nach Waschbären umsehen. Ich glaube nämlich, ich habe einen gefunden. Das war doch mal klasse Timing. Waschbärknochen. Ich glaube, die brauchte ich definitiv, ne? Da oben läuft ein Fuchs, den brauchen wir nicht. Da läuft. Ne, da schwimmt ein Fisch. Entschuldigung. Noch ein Fuchs. Hier, da braucht man die Knochen. Boah, hat ja viel Reinholz gekostet, aber ich habe jetzt mal das volle Upgrade dafür. Ihr wollt noch einmal Waschbärhaut. Seid ihr irgendwie neidisch auf meine Rüstung oder was ist los, Leute? Ja, da sind sie ja wieder. Du hast die Behemoth-Kabel, oder? Ich wusste, du schaffst es. Und Jogris und Belatka kommen auch. Irgendwann. Hm, wir erwarten dich, seit sie zurückgekehrt sind. Es hat irgendwie geklappt. Sie sind im Schuppen und knutschen. Endlich. Okay. Peter hat mir Wachdienst aufgebrummt und so war's das wert. Danke. Kein Problem. Du hast ihr Gezänk also überlebt. Ah, es war schwer. Knapp. Ich könnte alles darauf schieben, dass sie jung sind. Doch die Alten sind auch nicht besser. Danke, Aloy, für deine Geduld. Das kostet euch 10.000 Metallscherben. Nein. So. Dann war hier unten noch was. Dann werden wir da jetzt mal. Nee, hier. Da mal ganz zügig reisen.
war hier. Ach so, das war nicht. Das ist meine Meinung. Und Gera und ihrem Hampelmann davon gerade. Wo ist denn? Ach, da. Direkt vor meiner Nase. Hey, kleine Maid. Was von dem Mann gesehen? Die nennt mich mal kleine Maid. Ich bin Gera. Ich glaube, ihr zwei habt eine Menge zu bereden. Ich mag gute Geschichten. Und einen guten Drink. Darum bin ich so gut in meinem Job. Er bringt beides mit. Kendant möchte bei dir sein. Es tut ihm leid, dass er den Präfekten geglaubt hat. Frauen wissen, wo ihr Platz im Anrecht ist. So sagten sie. Es ist die Kaja-Sonne, die ihnen das Hirn brät und sie auf solche Gedanken bringt. Das ist der Stamm. Man kann keinen Groll hegen, sonst würde man verrückt. Mein dummer Mann. Kleine Maid, wie kann ich dir danken? In der Jägersiedlung steht immer ein Drink für dich bereit. Hör auf, mich kleine Maid zu nennen. Das wäre schon, wär schon Dank genug. Ich war bescheuert. Kleine Maid. Ich habe zweimal großzügige Belohnungskisten bekommen. Was ist denn da Schönes drin? Guck, wie wirklich so großzügig sind. Na, neunmal Lohe jetzt nicht unbedingt. Was bringt sie mir? Fleisch und Drähte. Sechs Drähte ist auch nicht so viel. Okay, also das mit der Großzügigkeit, das, ne? Das üben wir nochmal. So, dann wollte ich zurück nach Meridian reisen, weil da den Schattenrassler konnte ich mir noch besorgen. Und einen dieser... Hier, diese Banuk-Heinis da, die wir in Banuk-Figuren haben wollen, muss ich noch anquatschen. Da habe ich sie nämlich alle. Ach, guck mal, die Gefäße habe ich auch alles. Ja, cool. Das fehlen noch zwei Panoramas. Panoramo. Ihr wisst schon. Und drei Blumen. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt wird aber. Joa, immer besser. Gut. Auf nach Meridian. Leute, beruhigt euch jetzt mal. Was ist denn los mit euch? Oh, Kinder, so ekelhaft warm hier drin. Ne? Winter durfte ich hier frieren. Jetzt gehe ich hier ein. Ewig lange Ladezeit. Okay. Wir haben ja nichts vor. So. Jetzt kaufe ich mir einen Schattenrassler. Ich weiß nicht so genau warum. Finde ich einfach, weil ich ihn haben wollte. Ja, Leute, stillgestanden. Obscura. Ach. Ich kann sagen, das war nicht der richtige Weg. Ich habe jetzt die Hauptquest angewählt. Nicht den Händler. Als Kind hätte ich mir das niemals gemacht. Hallöle. Kaninchenhaut, Metallschirm. Metallschirm haben wir mehr als genug. Danke, nehme ich. Also diese Schattenwaffen, die habe ich alle, ne? Apropos, ich kann immer eine verticken, die wir nicht mehr brauchen. Gut aus. Ja, genau. Die Schattendinger, die haben wir alle. Das ist doch schon mal gut zu wissen.
Metallscherben. Was will ich dafür haben? Was kostet mir bei Reinholz? Ah, wir können mal ein paar Drähte kaufen. Irgendwo viele Metallscherben. Wir eben zu wenig. Goldenes Schnellreisepaket, hatte ich auch noch nie. Ja, jetzt müssen wir mal erstmal hier alles an Waffen nachladen. Das wird uns wieder nahezu komplettes Reinholz kosten. Aber wir sind dann schon mal wieder aufgerüstet. Toll, Kaja Rassler, der muss jetzt mal warten, der Rassler. So, und schon haben wir wieder Reinholzmangel. Dankeschön. Dann, ich habe ja noch mehr so Tutorials, ne? Die habe ich auch alle noch nicht gemacht. Kann ich mich auch mal noch mit beschäftigen bei Zeiten. Ich weiß nicht mehr, wer von denen hier welche Gegenstände aus war. Da müssen wir mal kurz gucken. Du da, was warst du nochmal für eine Witzfigur? Achso, das waren nur so bestimmte Gegenstände. Nein. Und du? Zurück aus der Wildnis? Hast du Banuk-Relikte? Ja, die habe ich alle. Fertig? Hatte ich mir die schon geholt? Oder warum habe ich da keine mehr von? Wahrscheinlich, ne? So, dann haben wir, habe ich alle. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Nee, das hast waren alle. Hast du irgendwelche Banuk-Relikte gefunden, Fremde? Gibt keine mehr, Kindchen. Nerv mich nicht. Metallscherben. Haufenweise Modifikationskisten. Ach du Scheiße. Ah ja, ich glaube mal, ist das Spiel an der Stelle ein bisschen verbuggt. Da steht wohl ein Objekt, aber es zeigt mir keins an. Gut. Ich wusste nicht, dass das Spiel tatsächlich so verbuggt ist. Ist ja grausam. Wer schafft denn sowas? Also ich habe gerade irgendwelche Modifikationen bekommen, auch wenn ich nicht weiß welche. Aber machst du nix, ne? Was bist du denn für einer? Ne, du warst Kistenheini. Da ist der Gefäßknilch. Ja, ich erinnere mich. Hast du denn die Gefäße gefunden? Ja, war wieder fleißig. Machen wir schnell. Ich habe zu tun. Erst will er sie haben, dann sagt er, das geht nicht schnell genug. Digga. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den... Was sehen meine Müde? Gucken, ob die auch verbuggt sind. Nein, da sieht man. Das ist ja schon mal was. Ja, auch unsere Waffenspulen und Outfitspulen, weiß der Geier was. Okay. Eine Jägerin. Komm, unterhalten wir. Kann ich hier meine Modifikation, die ich nicht brauche, bei dir verticken, guter Mann? Braucht man alle nicht mehr. Viele violette. Ach, ist das schön. Dann würde ich mal ganz gerne noch meine neue Waffe irgendwie ein bisschen modifizieren. Was ist denn da so drin? Blitz, Eis und... Okay, dann sollten wir das doch auch mal schön verstärken. Schaden natürlich. Selbstverständlich. Eis? Immer gerne. Blitz? Besser wäre es.
Habe ich eigentlich hier immer noch drin? Das macht so ein grüner Schaden. Das ist ja lächerlich. Hier. So was. Auch noch blaue Spuren drin im Seilwerfer. Handhabung und Abriss. Ich wusste nicht, dass der Seilwerfer überhaupt Abriss macht, aber. Boah, 50 Abriss. Sekunde, da prüfen wir kurz, dass meine anderen schönen Waffen, die ich da noch so übrig habe. Nimm mal die. Oh, so eine Uralt-Handhabung. Nimm mal die. Fein. Ja, das gefällt mir. Alles völlig veraltet. Alles weg. So, sehr gut. Und dann, was steht als nächstes an? Abgesehen von der Hauptmission, mein Vorschlag oder mein Wunsch oder mein Gottchen. Nein, was ich jetzt vorhabe, ist, wir holen uns erst das Banditenlager hier unten. Dann schauen wir uns das Panorama. Kriegen wahrscheinlich dauerhaft auf die Mütze von irgendwelchen Bekloppten. Metallblume und Brutstätte. Vielleicht machen wir danach Rotschlund. Wobei ich natürlich überhaupt vor allem erstmal ich gehe auf jeden Fall zu Fuß, weil ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich Reinholz auftreiben kann. Wir haben da immer noch so einen klitzekleinen Mangel. Der Wahl sollte für seine Verbrechen dauert schon mal ein bisschen, bis hier so ein Aufzug kommt. So wie Haar weht, zieht sie aber ganz gewaltig, ne? Stürmt ja richtig. Aufmachen, Leute. Ich könnte eigentlich überlegen, ob ich mal irgendwie hier so Reinholz einfach kaufen könnte, oder? Vertickt doch bestimmt auch irgendeiner von den ganzen Honks. Ich meine, ich habe so viele Metallscherben. Sie werden ihm kurz auf die Finger hauen. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Hochwertige Waren. Zu viel. Nee, die verkaufen aber kein Reinholz. Das ist aber schade. Sieh dir mal diese Waren an. Alle reden von Waren, aber ich kann nur die Händlerin ansprechen. Alle anderen irgendwie nicht, die danach brüllen. Gut, dann kaufen wir keinen Reinholz. War ja nur so ein Gedanke.
Oh, mein Medizinbeutel ist ja voll. Augen auf, Obscure. Reinholz. Oh mein Gott, hier gibt's hier viel. Das ist jetzt die entgegengesetzte Richtung, die ich eigentlich muss, aber scheißegal. Wir brauchen den Scheiß. Dringender als je zuvor. Wenn jetzt vielleicht so ein Waschbär noch sagt, ich spiele eine Runde mit. Nichts zu sehen. Okay. Sehr gut. Ist noch nicht besonders viel. Es geht schnell weg. Aber wir können schon mal wieder auffüllen. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man nur drei Pfeilen gleichzeitig um sich ballert. Entsprechend ist natürlich meine Munition schnell aufgebraucht. Ist aber eigentlich ganz gut, weil es nicht wie manche anderen Spielen dann vielleicht man hinterher immer so einen Überschuss an Rohstoffen hat, die man quasi die ganze Zeit eh nicht braucht. Hallo? Ist man dann echt doch mal gezwungen, zwischendurch wieder was zu sammeln. Ist hier irgendwo ein Waschbär, der mich anlacht? Ein Truthahn. Ein Fuchs. Ein Wächter. Ein Wächter? Oh, okay. Eine Ratte. Wildschwein. Truthahn. Aloy, kannst du jetzt mal bitte darüber sprechen? Ein dicker Fisch. Ich will euch nix. Dadurch? Hat er nicht immer so ein Pirscher gelauert, meine ich mich zu erinnern? In diese Richtung? Natürlich gleich schon mal wieder eine ganze Menge Action. Ja genau, da hat er doch schon seine Fallen aufgestellt. Sehe ich doch. Nö du, lass mal. Ich gehe einen anderen Weg. Na gut, da haben wir dafür einen langen Bein. Ist auch nicht besser. Können wir überbrücken, damit er uns einfach in Ruhe lässt. Oh Mann. Ah, geil. Er hat natürlich genau in meine Richtung gefeuert. Oh, so spaßeshalber. Mich dabei entdeckt. Herzlichen Dank. Achso, oh Gott, er hat direkt mal ein paar Sägezähne angelockt. Du Schweinepriester. Hör doch auf, mal dahin zu ballern, wo ich stehe, du. Ich sag jetzt nicht, was ich sagen wollte. Komm ich mal wieder nicht vom Fleck. Warum nicht? Weil er doof ist. Ist aber nirgendwo Gras, ne? Ich kann mich überhaupt nicht verstecken.